Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video nach über einem Jahr einfach. Krass, wie es einfach nicht dazu gekommen ist, irgendwie, dass ich ein neues Video drehe. Naja, jetzt ist es dazu gekommen. Ich sage am Ende nochmal ein bisschen was dazu. Heute gibt es nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar, tatsächlich stelle ich heute ein Buch vor. Ein Buch, das ich saugut finde. Und zwar ein Monster von einem Buch. Es handelt sich um Stephen Kings S. Es ist so genial. Es kam ja neulich die Neuverfilmung davon in die Kinos. Ich glaube, 2019 kommt die Neuverfilmung dazu raus. Und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich da reingehe, obwohl ich normalerweise eigentlich ein totaler Schisser bin und deswegen überhaupt nicht in Horrorfilme reingehe oder Horrorbücher lese. Aber dann sagten viele, ja, der Film ist gar nicht so gut, der Film ist total schlecht. Ja, lies lieber das Buch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lese ich das Buch, mache ich normalerweise sowieso immer vorher. Und dann schaue ich da so nach und dann sehe ich so 1500 Seiten und denke, okay, doch nicht. Und dann denke ich, okay, eigentlich ist es doch ziemlich geil, mal rauszufinden, wie lange brauche ich für 1500 Seiten. Und außerdem denkt man sich immer nach irgendwelchen Büchern, schade, dass es vorbei ist und so. Bei 1500 Seiten hat man viel was davon, wenn man denn gerne liest. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung für dieses Buch. Wenn man nicht gerne liest, hört man halt das Hörbuch oder so. Aber der Film ist wohl eigentlich einfach komplett anders. Deswegen sollte man das Buch lesen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir jetzt das Buch. Lese es. Wahrscheinlich werde ich es nach ein paar Minuten oder so weglegen, weil es mir zu gruselig ist. Aber nee, ich hatte es plötzlich durch. Nach anderthalb Monaten waren plötzlich diese 1500 Seiten durch, weil es plötzlich, weil es so spannend war und so schnell durch war. Und das, obwohl nicht mehr viel passiert ist in diesem Buch. Das ist echt genial an der Handlung. Es passiert gar nicht so viel, aber trotzdem ist es immer spannend. Also das ist echt genial gemacht, was den Plot angeht. Ich kann sagen, der ist in zwei Zeitebenen geteilt. Einmal spielt er 1958 und einmal 1985. In der einen Ebene sind die Figuren noch Kinder und dann sind sie plötzlich Erwachsene. Und das ist dann immer so ineinander verwoben, aber ohne, dass man verwirrt wird. Es ist immer klar, wo man gerade ist, ohne, dass es explizit erwähnt wird. Also das ist unglaublich gut gemacht und man versteht dadurch die Figuren noch viel mehr. Auch einfach die Handlung, was passiert, ich will natürlich nicht spoilern, ist ziemlich genial gemacht. Nochmal auf die Dicke des Buchs zu führen, das ist so, das macht dieses Buch aus. Ein anderer Autor hätte das vielleicht auf 500 Seiten gefasst, weil nicht viel passiert. Aber er, Stephen King, schreibt es auf 1500 Seiten, weil er es so unfassbar ausführlich schreibt. Also von jeder Figur erfährt man erstmal in jeder Szene 20 Seiten, wie diese Figur da hinkommt, wie sie tickt, wie sie fühlt, warum sie so fühlt. Und man weiß auch wirklich immer, warum sie so fühlt und wie sie fühlt. Und man versteht, wieso sie so handelt, wieso sie so denkt. Und das ist echt unglaublich gut gemacht. Also man denkt wirklich, das wären echte Figuren, echte lebende Menschen und unfassbar gut gemacht und das ist alles auf 1500 Seiten. Es passiert nicht viel, aber es ist trotzdem unfassbar spannend. So, was sind die Kernpunkte der Geschichte? Ohne zu spoilern weiterhin. Hinten steht drauf Stephen Kings Meisterwerk über die Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins. Und das trifft es ziemlich gut, weil es geht sehr viel um, wie Kinder lieben und Freundschaften schließen und sie sich finden, sieben Kinder finden sich und schließen quasi einen Bund der Freundschaft, der Liebe. Und dann geht es außerdem sehr viel um Trauer und um Verluste und gar nicht mal so sehr viel um den Horror und das Grauen. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich bin ein ziemlicher Schisser eigentlich, aber ich fand, es waren gar nicht mal so viele gruselige Szenen dabei. Es waren ein paar dabei und wenn diese gruseligen Stellen da waren, dann hat so eine Gehirnhälfte meines Kopfes gedacht, so, mach diese Szene weg, weil es ist so gruselig. Aber vielmehr, also eigentlich drei Viertel der Kopfhälfte hat gedacht, so, lass diese Szene noch möglichst lang weitergehen, weil es ist so spannend, es lässt einen so impulsiv, so lebendig fühlen. Man kann das gar nicht anders beschreiben, finde ich. Es ist total verrückt eigentlich, was man da denkt, obwohl es so gruselig ist, obwohl der Herzschlag wummert und man denkt eigentlich, das ist so gruselig, schnell das Buch weglegen, denkt die andere Gehirnhälfte, es ist unglaublich spannend, unglaublich gut geschrieben, unglaublich gut formuliert und man will eigentlich wirklich weiterlesen und das ist hat mich echt fasziniert. Also, von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Nochmal zusammengefasst, sind 1500 Seiten, in denen nicht viel passiert, es aber trotzdem spannend macht, sodass ich
es nach anderthalb Monaten durch hatte, obwohl ich in letzter Zeit sehr langsam lese. Also in den letzten Jahren hätte ich kein Buch in so kurzer Zeit durchlesen können, mit so vielen Seiten, obwohl ich sehr gerne lese, aber in letzter Zeit einfach nicht mehr so die Zeit gefunden habe. Aber für dieses Buch habe ich mir halt die Zeit genommen. Andere haben mich dann gefragt, was, du hast dafür noch Zeit? Ist ja krass. Aber ich habe gedacht, wieso sollte ich dafür keine Zeit mehr haben? Warum sollte ich mich von dem Berufsleben oder von meiner Ausbildung so davon zudrängen lassen? Ich habe mir die Zeit genommen, soweit sie mir natürlich gegeben war. Aber ich habe gedacht, das muss jetzt einfach sein. Ich habe natürlich da die anderen Sachen nicht wirklich vernachlässigt, aber ich habe sie mir genommen, die Zeit. Weil ich finde, das ist keine Aktivität, sondern einfach Freizeit. Das ist einfach so. Andere schauen da währenddessen Netflix. Egal, ich schweife schon wieder ab. Genau. Das war meine Empfehlung. Lest Stephen King's S. Und wenn ihr nicht gerne lest, hört das Hörbuch. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass, wenn ihr nicht gerne lest, dass ihr dann das Hörbuch gerne hört. Aber versucht es. Es ist absolut empfehlenswert, meiner Meinung nach. Genau. Das war's von mir. Man sieht sich. Ciao.